Hallo meine Lieben, hier ist Sabine vom YouTube-Kanal Dualseelen der Ehrlichkeit begegnen. Heute Montag wieder mit etwas Verspätung. Wir hatten es euch ja schon gesagt, dass es sich momentan etwas verspäten kann. Und jetzt am Wochenende, Sönke ist operiert worden, er ist im Krankenhaus, dem ging es jetzt gar nicht so gut. Der war jetzt eine Zeit lang auf Intensivstation, hatte auch sehr, sehr hohes Fieber gehabt und ja, mir ging es da überhaupt nicht gut. Ich war jetzt auch wirklich jeden Tag bei ihm in der Klinik von morgens bis abends. Und ja, er wurde heute verlegt auf die normale Station und mir geht es jetzt etwas besser. Wir waren auch heute mal kurz unten in der Cafeteria im Krankenhaus und ich soll euch alle recht herzlich grüßen. Also er wird circa noch 1 bis 2 Wochen ungefähr brauchen, bis er wieder halbwegs fit ist und auch gut reden kann, weil er ist am Hals operiert worden. Deswegen müsst ihr momentan mit mir Vorlieb nehmen, aber ich hoffe, das ist auch okay. Und wie gesagt, ich soll euch recht herzlich von ihm grüßen und deswegen brauchen auch manche Zuschriften, die jetzt speziell an Sönke gehen, da soll ich euch auch noch sagen, er wird noch antworten. Also er ist jetzt, wie gesagt, auf dem Weg der Besserung, er wird noch antworten, also seht es uns momentan nach. Aufgrund ja, der ganzen Emotionen und aufgrund des ganzen Stresses, den wir jetzt hatten, dass alles so ein bisschen hinterherhängt. Aber wir haben euch nicht vergessen und wir sind immer noch dabei und ich bin auch immer noch dabei. Ja, das heutige Thema habe ich auch mit Sönke besprochen. Also ich bespreche auch die Themen, die ich alleine mache mit ihm, weil es mir ganz, ganz wichtig ist, dass er auch wirklich ja, trotz allem, auch wenn ich das jetzt hier alleine mache, mit dabei ist. Und wir haben uns heute einfach vorgenommen, über das Thema zu reden, welche Faktoren innerhalb einer Partnerschaft, also einer Dualseelen, Zwillingspartner oder auch Seelenpartnerschaft oder überhaupt einer Partnerschaft sind. Was ist für eine Partnerschaft wirklich, wirklich wichtig und worauf kommt es an und was ist im Endeffekt das Ziel einer Dualseelenpartnerschaft? Ihr alle, wie ihr alle wisst, das allerhöchste Ziel einer Dualseelenpartnerschaft ist, in diese Dualität zu kommen. Ne? Also wirklich die Liebe zu leben, die Liebe zu sich selbst zu leben und die selbstlose, auch bedingungslose Liebe zu seinem Partner zu leben. Wirklich in einer Einheit zu sein und eins zu sein mit allem, was ist. Im Endeffekt sind wir alle eins. Wir sind alle ein Teil des Ganzen und das Ganze ist ein Teil von uns. Und diese bedingungslose Liebe zu teilen mit anderen und diese wirklich von ganzem Herzen zu leben, das ist das Ziel einer Dualseelenpartnerschaft. Und Sönke und ich, wir sind auch noch auf unserem Weg. Also ich will nicht sagen, dass wir schon am Ziel sind. Also wir leben unsere Liebe wirklich von ganzem Herzen. Und das ist auch das, worauf es wirklich ankommt. Und ja, und wo wir auch gesagt haben, was sind denn überhaupt so wichtige Faktoren? Und das ist uns heute sehr, sehr bewusst geworden, als wir im Krankenhaus unten heute in der Cafeteria waren. Also Sönke liegt auf einer reinen Männerstation und wo halt dann auch ganz viele Frauen heute, ganz viele Frauen und Paare, wie auch immer, vorbeikommen und ja, den Partner sozusagen besuchen. Oder auch Familien. Und wir haben halt festgestellt, was für uns sehr, sehr erschreckend war, dass innerhalb der Cafeteria, also Sönke und ich, wir waren wirklich die Einzigen, die da nebeneinander gesessen haben, miteinander geschmust haben, gekuschelt haben, also uns geküsst haben und uns wirklich in die Augen gesehen haben und füreinander da waren. Und wir waren sehr erschrocken darüber, dass die meisten Paare echt, die hatten das Handy vor der Nase, ne? Da kommt die Frau den Mann besuchen und die sitzen in der Cafeteria und jeder hat sein Handy vor der Nase. Die haben sich überhaupt nichts mehr zu erzählen gehabt und übers Handy teilweise miteinander kommuniziert. Das Handy liegt auf dem Tisch und da haben wir auch gedacht, ey, wie oft sehen wir das, auch wenn Sönke und ich, wenn wir auswärts mal essen gehen, wie viele Paare im Restaurant sitzen und haben ihr Handy auf dem Tisch liegen. Oder wie viele Paare sitzen zu Hause und haben ihr Handy permanent auf dem Frühstückstisch, Mittagstisch, Abendtisch, wie auch immer liegen. Oder gehen sich die Zähne putzen, haben das Handy bei sich, stellen sich morgens ihren Kaffee oder ihren Tee auf und haben das Handy neben sich liegen. Und
Das ist echt schon erschreckend. Ich meine, wir sind echt dankbar dafür, für diese technische Entwicklung und den Fortschritt. Das Internet und die Social Media, also die sozialen Medien, ne? Facebook, Twitter, Instagram, wie sie auch immer alle heißen mögen. Und wir sind auch ganz besonders dankbar für YouTube, dass wir hier unser Wissen euch zur Verfügung stellen dürfen und können. Das ist auch eine ganz, ganz, ein ganz toller Fortschritt, eine tolle Entwicklung. Aber trotz allem, auch wie das Fernsehen, trotz allem ist es wichtig, dass man das Zwischenmenschliche nicht vergisst, dass man die Beziehung zu seinem Partner nicht vergisst, dass immer noch eine Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet. Und als wir uns das heute angeguckt haben und da saßen einige Paare, da war gar kein, dass man sich mal das Händchen gehalten hat, dass man sich mal hier irgendwie so gestreichelt hat oder sich mal geküsst hat oder in den Arm genommen hat. Diese emotionale Kälte, die dann teilweise von den Paaren uns gegen, also so rüberkam, die hat uns wirklich erschreckt. Und das sind auch ganz viele Paare. Also viele Paare kommen auch teilweise zu uns, die genau das leben oder die teilweise nur noch über WhatsApp kommunizieren, die ihre komplette Problematik oder Beziehungskrisen über WhatsApp kommunizieren, statt sich persönlich zu treffen, zu telefonieren. Und wirklich das Thema miteinander klären. Was auch viele machen, wo wir auch festgestellt haben, dass sie zu sogenannten Freunden gehen. Ich sage immer, Leute, achtet auf eure Freunde. Und wenn ihr wirklich in einer Beziehungskrise seid oder irgendwo seid oder an einem Problem innerhalb einer Beziehung nicht weiterkommt, innerhalb eurer Beziehung nicht weiterkommt, dann holt euch wirklich Hilfe. Von am besten, ich sage mal, am besten von einer neutralen, professionellen Person. Und nicht von einem Freund, einer Freundin, die euch vielleicht nicht gut tun. Sönke hatte mal einen Freund gehabt. Oh, das ist unsere Katze Wulle. Ne? Ja. Die haben wir auch auf der Straße gefunden, wie fast alle unsere Tiere, die halbtot waren. Ja, sie ist bester Gesundheit und sie wollte auch mal euch wahrscheinlich Hallo hier sagen. Ja, Wulli, alles gut. Sönke hatte mal einen Freund, der, wenn er Beziehungsprobleme hatte und mit ihm reden wollte, der hat dann gesagt, oh, lass uns einen trinken gehen und oh, guck mal, das ist da, oh, guck mal, die sieht doch toll aus, ne? Nimm doch die einfach mit heute Abend oder hättest mal Bock, mal in den Swingerclub zu gehen oder solche Sachen, ne? Wo auch Sönke gesagt hat, hallo, ich bin in einer Beziehung, geht's noch? Und ich hatte auch mal eine Freundin gehabt, die mir zum Beispiel einen super tollen Ratschlag gegeben hatte, wenn ich ihr mein Herz ausgeschüttet habe, die dann gesagt hat, du weißt so, da gibt es eine ganz tolle Partnerbörse, bei der bin ich auch und der bin ich auch, da findest du mit Sicherheit einen neuen Typ. Und da habe ich gesagt so, hallo, geht's noch? Ich bin in einer Beziehung, ich habe meinen Dualseelenpartner gefunden, ich will keinen neuen Typ. Und da haben wir angefangen, auch innerhalb unseren sogenannten Freundschaften, die Spreu vom Weizen zu trennen und haben uns wirklich all den Menschen entledigt, die uns überhaupt nicht gut getan haben. Und das ist auch was, wo ganz, ganz viele Paare und Partnerschaften daran zugrunde gehen, unter anderem durch falsche Freunde. Wichtig ist, schaut euch euren Freundeskreis an und dann wisst ihr teilweise, jeder Mensch ist ja ein Spiegelbild von euch und dann wisst ihr, was ihr für euch noch zu erledigen habt. Ne? Und und auch gerade mit diesem Social Media über Handys zu kommunizieren. Wie viele Paare kommen zu uns haben ihre Beziehung oder führen ihre Beziehung über WhatsApp? Super, ne? Wo ich dann auch denke, so, ey Leute, wo ist noch die Empathie? Wo ist noch ein Gespräch auf Augenhöhe da? Ne? Da ist gar keine richtige Kommunikation mehr da. Und das ist in unserer heutigen Gesellschaft wirklich sehr, sehr erschreckend, dass diese Kommunikation auf Augenhöhe, dieses Zwischenmenschliche, dieses Miteinander und Untereinander überhaupt nicht mehr wirklich stattfinden kann. Und Sönke und ich, wir haben für uns gesagt, wir möchten euch mal jetzt sagen und erzählen, was für uns von Herzen ganz, ganz wichtige Faktoren sind innerhalb einer gut gehenden Partnerschaft. Erstens Ehrlichkeit. Wirklich die Ehrlichkeit und Treue dem Partner gegenüber, alles auf den Tisch zu packen. Ne?
Körperliche, geistige Treue ist für uns beide wichtig. Dass wir, wenn wir miteinander schlafen, nicht irgendwo in der Pornoszene hängen bleiben. Ne? Das ist ja auch das Schlimme. Viele wachsen heute mit Pornofilmen auf, auch viele Jugendliche. Die können sie ja alle übers Internet runterladen. Das Internet ist voll damit. Ne? Segen und Internet kann auch zeitgleich ein Fluch sein. Und viele junge Leute oder Schüler, Jugendliche, Erwachsene, ich habe eine Zeit lang bei SOS Kinderdorf mit jungen Erwachsenen zwischen 16 und 25 gearbeitet, in dem Projekt Stabil, die Borderline, die drogenabhängig waren. Die waren echt der Meinung, dass eine gute, sexuell funktionierende Beziehung so abläuft wie in einem Pornofilm. Und das ist genau das, was in unserer Welt heutzutage echt erschreckend ist, dass fast keiner mehr mit einer normalen Vorstellung von einer Beziehung groß wird. Oder gar keiner mehr wirklich, wenn er einen Partner kennenlernt, wirklich bei einem Partner ist, den Partner sieht. Und das haben wir auch in unserem Video über Sexualität und Pornografie euch schon mitgeteilt, was wirklich erschreckend ist, dass die meisten, die zu uns kommen, gar nicht mehr dazu in der Lage sind, auf einer ganz normalen Ebene noch mit ihrem Partner zu schlafen. Die brauchen ein Porno, die brauchen irgendwelche Fetische, die brauchen irgendwelche Hilfsmittel, wie auch immer. Die brauchen irgendwie einen Kick im Kopf, keine Ahnung was. Aber ich sage mal wirklich, 75% oder vielleicht sogar noch mehr oder 85% sogar. Das sind 10% Unterschied, ich weiß. Aber guck dir mal heute unsere Gesellschaft an. Wie viele Menschen. Und auch gerade die Männer, das ist auch das, was auch Sönke gesagt hat, gerade die Männer konsumieren unheimlich viele Pornos, sind noch dazu in der Lage, wirklich mit ihrer Partnerin ins Bett zu gehen, zu schlafen. Ihre Partnerin wirklich zu sehen, genau so, wie sie da ist und wie sie da liegt. Und wirklich in Gedanken, vom Kopf her, mit allem innerhalb des Geschlechtsverkehrs wirklich bei der Partnerin zu sein. Das kann fast kein Mann mehr. Und das finde ich total erschreckend und traurig. Und wir wissen, wovon wir reden. Wir haben das auch mal eine Zeit lang durchgemacht. Das war vor unserer Beziehung, wo wir gesagt haben, ey, Ausschluss, haben wir echt null Bock mehr drauf. Weil ein wichtiger Faktor für uns ist erstens, wir stehen zueinander, komplett, im Innen wie im Außen. Wir sind füreinander da. Nicht nur in super tollen Zeiten, sondern auch wirklich in Krisen, wie auch jetzt gerade, wo es Sönke richtig schlecht geht. Oder ich hatte auch schon da gelegen mit einer Lungenentzündung und wo ich gesagt habe, so, ich habe das Gefühl, ich kann bald nicht mehr, wo ich auch in der Klinik war. Und das ist das, worauf es ankommt. Wirklich auch bei seinem Partner und für seinen Partner da zu sein und ihn zu sehen, wenn es einem mal nicht so gut geht und wenn es nicht immer nur so tolle Tage sind und man hat ein tolles Event vor der Nase oder man hat irgendwelche tollen Ausflüge oder Familienfeiern oder keine Ahnung, was auch immer. Oder man geht schön essen, spazieren. Wir haben ja hier ein ganz tolles, wir haben ja hier die Ostsee vor der Tür, wunderschönes Meer mit weißem Sandstrand und allem. Dann gibt es auch mal Tage, die nicht so schön sind. Wo man einfach mal müde und ausgelaugt ist, wo man kränkelt, wo es einem nicht gut geht, wo man auch mal einen schlechten Tag hat. Und da ist es wichtig, nicht nur in guten Zeiten, sondern auch wirklich in den Zeiten füreinander da zu sein, wo es einem nicht so gut geht. Und dann auch den Partner zu sehen. Ne? Also wichtig ist für uns, den Partner zu sehen, für ihn da zu sein. Ehrlichkeit und Treue, körperlich wie geistige Treue, ist für uns einfach wichtig, weil das ist jetzt was, was für uns zutrifft. Wie das bei euch ist, ich sag's nochmal, jeder kann seine Beziehung so führen, wie er sie führen will. Ne? Wohlgemerkt. Aber wundert euch nachher nicht, wenn die Beziehung echt nur noch im Außen geführt wird und nicht mehr bei euch im Innern. Wir haben für uns oder uns haben wir geschworen, dass wir eine Beziehung im Innern führen wollen. Wir wollen bei uns bleiben. Wirklich bei uns als Paar, als Dualseelenpaar. Und diese Liebe wirklich leben. Für uns selbst. Und auch mit anderen Menschen. Ne? Das heißt jetzt nicht im sexuellen Bereich, aber diese Nächstenliebe, worum es auch geht. Ne? Wirklich die bedingungslose Liebe zu leben. Und das selbstlose Lieben zu lernen und für andere da zu sein, ohne etwas dafür zu erwarten. Ne?
Das ist auch ganz wichtig. Solange du etwas von deinem Partner erwartest, ne? Wie zum Beispiel, dein Partner sagt jetzt, ich liebe dich, ne? Dann darfst du ruhig sagen, vielen Dank, das ist schön, das freut mich. Aber hör auf zu erwarten, oder dein Partner sollte nicht zu erwarten, dass du jetzt sagst, ich liebe dich auch. Wer das von seinem Partner erwartet, der ist bedürftig. Und der hat die Liebe in sich selbst noch nicht gefunden. Ne? Also solange du von außen Dinge brauchst, sind es Gegenstände, ist es ein neuer Fernseher, ist es ein neues Auto, ist es ein neues Kleid, ist es ein neues Make-up, keine Ahnung. Und du immer im Außen nach irgendwas suchst, was dich erfüllt, solange bist du nicht bei dir und solange bist du bedürftig. Und solange fühlst du dich selber auch in dir, innerhalb deines Körpers nicht wirklich wohl. Weil alles, was du zu dir nimmst und verkonsumierst, es mag dich vielleicht mal für eine kurze Zeit befriedigen, aber es bringt dir keine dauerhafte Erfüllung. Und Sönke und ich, wir waren vor kurzem, also bevor er ins Krankenhaus gekommen ist, war das ganz toll. Wir waren nämlich mal in der Stadt. Und das war ganz toll. Wir waren in der Stadt und Sönke sagte, oh Schatzi, komm, wir gehen nochmal in diesen Edelsteinladen. Du magst so gerne ein paar Edelsteine. Ich hab Lust, dir irgendwas zu schenken. Und wir waren in dem Laden drin. Und da habe ich gesagt, du, ich will gar nichts. Ich will mit dir einfach hier nur gucken. Ich bin so erfüllt und so glücklich. Ich brauche nichts. Ich will nichts. Ich brauche nichts. Wir haben alles, was wir brauchen. Und das ist genau das, was wichtig ist. Und wenn du irgendwann mal in die Stadt gehst oder du gehst irgendwann mal einkaufen oder bist unterwegs und merkst, dass du eigentlich gar nichts willst und dass du überhaupt nichts brauchst, dann weißt du, dass du in dir wirklich ausgefüllt bist, dass du aus deiner inneren Fülle leben kannst. Und das ist das, was uns da auch aufgefallen ist. Ne? Und wirklich aus der inneren Fülle zu leben und zu lieben. Ja, und da sitzt noch eine andere Katze gerade. Das ist unsere Findus. Kann sein, dass die auch gleich kommt. Ja, die wichtigsten Faktoren für uns sind auch wirklich zu dem Partner zu stehen, ne? Im Innen wie im Außen, auch nach außen hin. Und treu zu sein, für den Partner da zu sein, egal was ist und egal was kommt, und dem Partner auch das Gefühl zu vermitteln, ich bin für dich da und du bist für mich nicht ersetzbar. Das ist auch was, was ganz, ganz viele, solche Freunde habe ich auch schon aussortiert in meinem Leben, die immer gesagt haben, oh, schau doch meiner Partnerbörse nach. Da gibt es bestimmt jemand Besseres. Ne? Nein, es gibt niemand Besseres. Ich will auch niemand Besseres, weil es gibt keinen, der so ist wie Sönke. Und ich liebe diesen Menschen. Ich liebe mich und ich liebe diesen Menschen. Und ich bin glücklich. Egal, was zwischen uns beiden ist. Und da wirklich hinzuschauen und zu sagen, du bist nicht ersetzbar, weil jeder ist in sich was ganz Besonderes. Und wenn man das erkannt hat und dass alles, was man miteinander hat, miteinander teilt, wirklich auch lebt, das ist ein Geschenk. Und alle Themen, die ich mit Sönke jetzt nicht löse, die bekomme ich sowieso in einer anderen Partnerschaft. Warum soll ich also, es hat auch gar keinen Grund, in eine andere Partnerschaft zu gehen. Ne? Also warum sollte ich in eine andere Partnerschaft gehen? Warum? Weil jedes Thema, was ich jetzt hier nicht löse, ich meine, ich habe ja schon viele Themen in Partnerschaften davor gelöst und gelebt, wie Sönke auch. Ne? Das habt ihr ja auch schon. Aber wie viele Partnerschaften halten dauerhaft, halten wirklich lange? Oder wie viele gehen schon nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr oder nach 2 Jahren kaputt, weil sie irgendwann sagen, oh, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Bock mehr. Weil sie nicht mehr bereit dazu sind, sich wirklich mit der Problematik auseinanderzusetzen, sich wirklich an einen Tisch zu setzen und gemeinsam durch eine Krise durchzugehen. Wirklich von Herzen sich an die Hand zu nehmen und gemeinsam durch eine Krise durchzugehen. So, kleinen Moment. Ich habe hier meine Katze hinterm Vorhang sitzen. Ich
Ich muss etwas aufpassen. Ja, und das ist ganz genau das, wo Sönke und ich auch gesagt haben, nein, wir beide sind uns treu und wir wollen alle Themen, die wir noch mit unserem inneren Kind zu lösen haben und alle Themen, die uns widerspiegeln und die wir uns gegenseitig antriggern, die wollen wir gemeinsam miteinander lösen. Und das ist unser Weg. Das ist wirklich, das ist unser Weg in eine bedingungslose Liebe hinein. Und alles andere wäre gelogen. Und es bringt weder ihm noch mir was, wenn wir uns jetzt in andere Partnerschaften vertiefen. Oder uns permanent, wenn es schwierig und wenn es brenzlig wird oder wenn uns irgendwas antriggert, zu sagen, jetzt ist Schluss, ich trenne mich, ich suche mir jetzt einen neuen Partner. Das ist absoluter Schwachsinn, weil mit dem neuen Partner bekommst du genau dieses gleiche Thema wieder. Und du bekommst dieses Thema so oft und immer wieder, bis du wirklich endlich hinschaust und bis du dieses Thema gelöst hast. Egal, was es für ein Thema ist, was dich gerade angetriggert hat. Ist es das Thema Eifersucht und Wut und Neid und wie auch immer, dann werden diese Themen dich so lange antriggern, bis du sie in dir gelöst hast. Mit deinem inneren Kind. Da haben wir ja auch schon ein Video dazu gemacht. Und der Kasus Knaxus liegt halt meistens im Elternhaus. Nicht meistens, der liegt im Elternhaus. Das kann ich euch versichern. Löst die Beziehung zu euren Eltern und ihr seid erlöst. Ne? So sieht es nämlich im Endeffekt aus. Und für uns ist es wirklich wichtig, innerhalb einer Beziehung auch das zu leben. Und wir sind uns bewusst, dass wir echt teilweise sehr, sehr schwierige Zeiten auch hatten. Und vielleicht die auch noch kommen werden. Aber wir sind uns auch bewusst, dass unsere Liebe so stark ist und dass wir uns so sehr lieben, dass wir da gemeinsam durch wollen. Und das ist wichtig, auch seinem Partner das Gefühl zu geben, du, egal was ist und egal in was für einer Krise wir uns befinden, wir gehen da gemeinsam durch. Und wir schaffen das. Bis auf die nächste Bewusstseinsebene. Bis zu dem Ziel, wirklich die bedingungslose Liebe leben zu können. Und manchmal hat man das Gefühl so, boah, kann noch ewig dauern. Und manchmal habe ich das Gefühl auch gemeinsam mit Sönke, wir sind schon wirklich sehr, sehr nah dran, das zu leben. Und viele kommen zu uns und fragen, wie lebt ihr das? Wie macht ihr das gemeinsam? Ja, indem dass wir offiziell und wirklich in allen Lebensbereichen zueinander stehen, füreinander da sind, uns gegenseitig den Rücken frei halten und wirklich uns gegenseitig sehen, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren zu können. Wir mussten gewisse Dinge auch erst lernen, aber wir haben es geschafft. Und wir haben gemerkt, wir haben uns am Anfang auch ganz oft mal angeschrien an Anfangs unserer Beziehung und hatten echte Probleme, gemeinsam miteinander zu kommunizieren, obwohl ich bin gelernter Kommunikationscoach, Kommunikationsberaterin. Ich habe ja Pädagogik studiert und Heilpraktiker für Psychotherapie und systemische gemacht, ne? Und Familienstellen. Und ich war für mich selber total unfähig, eine Zeit lang wirklich mit meinem Partner zu kommunizieren, weil ich immer ihn mit gewissen Dingen angetriggert habe und er bei mir. Ja, könnt ihr euch ja vorstellen, was da passiert ist. Bis wir uns dann irgendwann hingehockt haben und so fix und fertig mit den Nerven waren, dass wir gesagt haben, nee, so funktioniert das nicht mehr. Wir müssen uns da echt einen anderen Weg suchen. Und den haben wir auch gefunden. Den haben wir auch wirklich gefunden. Und deswegen ist es wirklich für uns so eine Herzensangelegenheit, ganz viele von euch da auch zu begleiten, weil wir wissen, wie schwierig es teilweise ist, wirklich wieder zueinander zu finden, wenn die Kommunikation nicht mehr stimmt. Wie schwierig es ist, wenn man sich wirklich in einer Krise befindet, dann nicht aufzugeben, sondern wirklich bei seinem Partner trotz allem zu sein und zu ihm zu stehen oder zu seiner Partnerin. Und das ist das, was für viele ganz, 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 ganz schwierig ist. Aber ich kann euch nur eins ans Herz legen, es ist möglich. Es ist möglich. Und bleibt euch selber treu und gebt eurem Partner bitte nicht zu schnell auf, mit dem ihr zusammen seid. Es gibt immer Mittel und Wege und Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Und denkt immer dran. Wichtig ist wirklich, seid offen füreinander, seid ehrlich. Die Ehrlichkeit ist wichtig.
Die körperliche und geistige Treue ist wichtig. Und auch wirklich alles auf den Tisch zu packen. Auch gerade die Schattenseiten. Gerade die Schattenseiten. Die hatte ich auch. Frag nicht wie. Ich war auch kein unbeschriebenes Blatt in meiner Jugend. Ne? Aber genau das ist es, was mich auch geprägt und geformt hat. Und ich bin so dankbar, so unendlich dankbar dafür, dass ich einen Partner an meiner Seite habe, der mit mir durch alle Höhen und Tiefen geht. Und der mich nicht einfach hängen lässt, wenn es mal brenzlig wird, sondern der wirklich von ganzem Herzen für mich da ist. Auch wenn es manchmal sehr, sehr schwer ist und umgekehrt genauso. Ja, und das wollte ich euch heute einfach mal sagen, so welche Faktoren für uns wichtig sind innerhalb einer Partnerschaft. Ach so, und auch gerade im Bereich noch Sexualität, was wir dazu noch, was er auch noch sagen wollte, ist, auch an euch Männer soll ich euch ausrichten für euch da draußen, wenn ihr mit eurer Partnerin schlaft und wenn ihr mit ihr kuschelt und sie streichelt, dann seid wirklich, oder auch für alle Frauen, das sage ich jetzt auch zu allen Frauen, seid wirklich bei eurem Partner. Seid wirklich in dieser Situation, in diesem Hier und Jetzt. Und euer Partner spürt das und ihr spürt das auch. Und es gibt nichts, was wundervoller ist. Also für mich jetzt, wenn ich spüre, dass Sönke ganz bei mir ist oder wenn Sönke spürt, dass ich wirklich komplett bei ihm bin. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Das soll ich euch auch noch von Sönke sagen. Gerade die Männer, das ist ihm ein riesengroßes Anliegen, weil es unheimlich wenig Männer gibt leider da draußen, die das leben, die das wirklich leben, wenn sie mit ihrer Partnerin schlafen, schmusen, wie auch immer, wirklich vom Kopf her, mit dem Körper, mit ihren ganzen Sinnen in dem Moment wirklich auch bei der Partnerin zu sein. Und das kann man auch lernen. Und so, wie gesagt, Sönke ist gerne der Ansprechpartner, überwiegend für Männer. Zu mir kommen meistens die Frauen. Und das ist für ihn ein riesengroßes Anliegen, da einfach mehr die weibliche Seite auch zu leben. Ne? Und nicht aus dieser männlichen Struktur, die euch geprägt hat, wirklich rauszukommen und mehr eure weibliche Seite zu leben, die wirklich in euch integriert ist und die wirklich zu euch gehört und auch gelebt werden möchte. Weil jetzt ist die Zeit, wir sind in so einem großen Zeitwandel da. Ich sage mal, das ist die Zeit des Erwachens, wo beide Anteile zu gleichen gelebt werden möchten. Ne? Also die möchten ausbalanciert, die männliche und die weibliche Seite in euch, das Yin und Yang möchte ausbalanciert gelebt werden. Macht das auch bitte. Den Frauen gelingt es meistens besser und bei den Männern, die hinken leider noch so ein bisschen dahinterher. Bitte verzeiht's mir, aber es ist leider so. Sehe ich auch in den Partnerschaften oder wenn wir Paare coachen, Sönke und ich, dass das so ist. Deswegen, wie gesagt, eine Riesenherzensangelegenheit von uns. Lernt die Liebe zu leben. Lernt wirklich die Liebe zu leben. Die Liebe ist was Wundervolles. Und nur die Liebe, das ist die einzig wahre Kraft auf Erden, die wirklich alles zum Wachsen bringt. Die bringt alles zum Wachsen. Sonst kann, ohne Liebe kann nichts wachsen. Und werdet euch dessen bewusst. Und findet wieder zurück zu euch selbst und fangt wieder an, normal mit eurem Partner auf Augenhöhe zu kommunizieren. So, dann mache ich jetzt mal hier an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Zuhören und Zuschauen. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Und da werde ich nochmal über andere Themen berichten. Wir berichten ja ganzheitlich. Und da kommt auch nochmal was ganz, ganz Spannendes. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Woche und bis dahin, muah, einen dicken Kuss von Sönke und von mir. Tschüss!